Hallo zusammen, hier ist euer Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung und heute erzähle ich euch ein bisschen was über Nierenwerte. Niere, das ist ja immer mal wieder ein Thema, vor allem bei Katzen. Viele Katzen, man sagt so fast jede dritte Katze, bekommt im Alter irgendwann mal Probleme mit den Nieren und ja, 10-20% der Hunde im Alter vor allem. Klar gibt es auch bei jungen Tieren, aber also Niere ist ein sehr komplexes Thema. Warum? Weil die Niere ganz unterschiedliche Aufgaben erfüllt im Körper und überall oder an ganz vielen Stellen im Stoffwechsel, in der Funktion des Körpers beteiligt ist. Und wenn die Niere krank ist, ist es klar, dass dann auch überall im Körper verschiedene Symptome auftreten können. Deswegen macht man ein paar Videos dazu eben. Also ein Video, das habe ich gesagt, das kriege ich nicht hin. Ich sage ja schon zu Rohfasern, irgendwie rede ich ja schon eine Viertelstunde. Und von daher haben wir gedacht, okay, wir splitten das ein bisschen und schneiden einfach so ein paar Themen an, die wir in unserer Beratung immer mal wieder hören und zu denen wir Antworten geben wollen. Also und heute eben Nierenwerte. Und da gibt es erstmal eine ganz witzige Geschichte eigentlich, schon 1000 Jahre ungefähr her. Da hat ein Kumpel von mir, der Alex, ich weiß noch, als wäre es heute gewesen, bei mir angerufen. Damals habe ich noch studiert. Hat gesagt, hey Gregor, du bist doch irgendwie zu Hause bei deinen Eltern. Kannst du nicht mal vorbeikommen? Meine Katze ist krank. Und bring dir ein Stethoskop mit. Und ich so, okay, warum soll ich Stethoskop mitbringen? Ja, dann kannst du mal drauf hören, was so los ist. Und ja, ist wirklich so passiert. Grüße gehen raus an Alex hiermit. Und das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass manche Leute, ganz verständlich auch, eine sehr, naja, sehr eingeschränkte Vorstellung von Medizin haben. Ja? Und so ist es auch bei den Nierenwerten. Ja? Also ja, ein Stethoskop zum Beispiel, um auf die Geschichte wieder zurückzukommen, ein Stethoskop kann gute Dienste leisten, wenn es darum geht, irgendwas zu hören. Also wenn da irgendwas los ist, was Geräusche macht, vor allem das Herz untersucht man mit dem Stethoskop zum Beispiel. Und wenn da irgendwelche Klappen nicht richtig schließen oder der Blutfluss irgendwie anders ist oder das Herz, der Herzrhythmus anders ist, dann kann man das alles hören. Ja. Und in dem Fall wäre es gut, aber ich kann da nicht irgendwie drauf hören und dann sagt mir irgendeine Stimme im Innern, hey, Magenprobleme. Und bei den Nierenwerten ist es so ein bisschen vergleichbar mit der Geschichte, die ich eben erzählt habe. Und zwar an der Uniklinik in München, an der ich gearbeitet habe und ich habe auch in München studiert, da haben wir auch nie Nierenwerte gesagt, sondern da haben wir einfach die Werte konkret benannt. Warum? Weil, also vor allem geht es ja um Harnstoff, Kreatinin, das sind die beiden klassischen Nierenwerte und in neuerer Zeit ist noch der SDMA-Wert dazugekommen, also das symmetrische Dimethylarginin, also das ist so ein Stoffwechselprodukt aus dem Proteinstoffwechsel und diese drei Werte, die, wenn man die als Nierenwerte bezeichnet, dann klingt es so ein bisschen so, als müsste man einfach nur Blut abnehmen und wenn die verändert sind, ist was an der Niere verändert. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Und das ist das, was ich heute in dem Video sagen will. Also Nierenwerte, wenn die Nierenwerte hoch sind, da bräuchte man, also man, wenn man nur die Werte anschaut und die Werte sind hoch, ja, der hat was an der Niere. Ja, warum? Weil die Nierenwerte hoch sind. Das ist Quatsch, das stimmt einfach nicht. Nierenwerte oder Blutwerte generell müssen interpretiert werden. Sonst könnte ich es ja einfach einem Kind geben, könnte ich sagen, hey, hör zu, wenn der Wert überschritten wird, dann ist die Niere kaputt. So. So ist es aber nicht. Blutwerte und speziell auch die Werte, die man als Nierenwerte bezeichnet, müssen interpretiert werden. Was heißt das? Es muss anhand dieser Werte, anhand der Gesamtsituation, anhand anderer Befunde, die ich noch festgestellt habe, beurteilt werden, inwieweit diese Erhöhung oder diese Erniedrigung wirklich was mit der Niere zu tun haben. Also die Werte alleine sagen nicht so viel aus. Die geben Hinweise, aber die sagen eben nicht so viel aus. Also gehen wir die Werte mal einzeln durch. Als erstes der Harnstoff. Harnstoff ist, was entsteht in der Leber. In der Leber wird Harnstoff, im Harnstoffzyklus wird das fällt es an, und zwar, weil Proteine abgebaut werden. Also Proteine, die ich mit der Nahrung aufnehme,
müssen abgebaut werden, weil da ist so eine Stickstoffkomponente dran und die muss eben, naja, ungiftig gemacht werden und das passiert in der Leber über den Harnstoffzyklus und dann habe ich Harnstoff, das ist nicht giftig. Und der Harnstoff, ja, das ist der eine Wert, der ebenso, also der liegt halt im Blut vor, unter anderem im Blut eben, das ist der eine Wert und das Kreatinin ist ein Produkt aus dem Muskelstoffwechsel. Ja? Kreatinphosphat, jemand, der ins Fitnessstudio geht und irgendwie ja, Kreatinphosphat nimmt, so zum Aufbauen oder zum Stärken, der weiß das. Muskeln bekommen ihre Energie unter anderem über dieses Kreatinphosphat. Und Kreatinin ist eben ein Abbauprodukt aus diesen Stoffen aus dem Muskel. Und die beiden Werte liegen im Blut vor und werden über die Nieren ausgeschieden. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie Harnstoff und Kreatinin so im Blut schwimmen, quasi auf dem Weg zur Niere, und da nehme ich dann Blut ab und ziehe die halt raus. So. Wie kann es dazu kommen, dass die hoch sind, diese beiden Werte? Jetzt machen wir erstmal die beiden klassischen Werte, um es besser zu verstehen und um es nicht zu kompliziert zu machen zuerst. Wenn ich mir jetzt den Harnstoff anschaue, Harnstoff, habe ich ja eben gesagt, entsteht immer dann, wenn Proteine abgebaut werden in der Leber, im Harnstoffzyklus, damit diese Stickstoffkomponente unschädlich gemacht wird, zu was Unschädlichem abgebaut wird, nämlich zu Harnstoff. So. Und wenn ich was esse, da sind auch meistens Proteine drin. Vor allem in Hunde- und Katzennahrung sind Proteine drin. Und wenn ich was esse, nehme ich also auch Proteine auf und dann kommen diese Proteine in die Leber und da fängt die Leber an, Harnstoff draus zu machen. Also ist das ein Grund, warum der Harnstoff, also ein Nierenwert, erhöht sein kann. Nämlich, weil ich was gegessen habe, weil der Hund oder die Katze was gegessen hat. Sie ist nicht nüchtern. Deswegen sollte man immer nüchtern, das heißt ohne etwas gegessen zu haben, zur Blutabnahme gehen, weil sonst die Werte verfälscht werden können. Also ein hoher Harnstoffwert könnte davon kommen, weil das Tier eben was gegessen hat. Eine Möglichkeit. Es gibt aber auch, ja, zum Beispiel, wenn ich eine Magen-Darm-Blutung habe, das kommt gar nicht so selten vor. Also vor allem, wenn Tiere auch, also beim Hund zum Beispiel, lange Schmerzmittel bekommen, dann haben die manchmal so Magen-Darm-Blutungen. Und dieses Blut enthält auch wieder Proteine, geht dann weiter in den Dünndarm und wird dort verdaut, als hätte ich einfach irgendwie was gegessen. Das heißt, ich habe jetzt zwar von außen nichts zu mir genommen, aber der Harnstoffwert ist trotzdem hoch. Ja? Das wäre auch eine Möglichkeit, den Harnstoffwert, diesen Nierenwert hochzubekommen. Und dann, wenn man dann sagt, hey, die Niere ist kaputt, das stimmt einfach nicht, das hat einen anderen Grund. Harnstoffwert. So, zweiter Wert, Kreatinin, habe ich gesagt, kommt aus dem Muskelstoffwechsel. Da ist der Punkt, je mehr Muskeln ich habe, also wenn ich sehr, sehr viel Muskelarbeit auch leiste, dass dann die Muskeln auch wieder öfter regeneriert werden müssen, Muskelschäden so, oder auch nach Traumata, also durch einen Autounfall, wenn eine Katze irgendwie angefahren wird oder ein Hund, dann haben die oft auch einfach danach so einen hohen Kreatininwert, weil einfach das Kreatinphosphat aus dem Muskel vermehrt frei wird und wird dann verstoffwechselt. Das wäre auch so ein Grund. Ja? Also sehr muskulöse Tiere oder eben Muskeltraumata. Also auch dieser Wert, der ist zwar ein bisschen weniger beeinflussbar wie der Harnstoffwert, aber auch es gibt einfach Sachen, die darauf Einfluss nehmen. Ja? Und das ist auch wieder, da gibt es auch wieder die andere Möglichkeit. Der Kreatininwert kann falsch normal sein. Wie geht das? Es geht so, wenn ich sehr abgemagert bin und habe wenig Muskulatur, also oder weniger als der Schnitt, dann ist der Kreatininwert von Haus aus niedriger. Und wenn der dann erhöht ist, sieht es aus, als wäre er einfach nur normal. In Wahrheit ist er nicht normal, sondern er ist für dieses Einzeltier erhöht. Aber dieser Wert wäre normalerweise viel niedriger und deswegen sieht es einfach aus, als wäre er im Referenzbereich. Also er ist im Referenzbereich gemittelt auf alle Tiere, auf die Population, aber für das einzelne Tier eben nicht. So, da seht ihr schon, Blutwerte müssen interpretiert werden. Ich kann nicht einfach die Werte nehmen und sobald die da hoch sind, sage ich nierenkrank. Das ist
Falsch, das stimmt so nicht. Also, das wären die Beispiele, die ich gerade gesagt habe, wären Beispiele für eine pränale Azotämie, also für eine Nierenwerterhöhung, die vor der Niere schon stattfindet. Also die hat mit der Niere gar nichts zu tun, sondern passiert vor der Niere, eben durch Fressen oder durch Traumata oder durch Blutungen und so weiter. Ja? So, also pränal, eine pränale, eine vor der Niere ansässige Erhöhung der Nierenwerte. Und dann ein ganz häufiger Grund oder der häufigste Grund, warum beide Nierenwerte auch hoch sein können, das Tier ist einfach ausgetrocknet. Ja? Also wenn die Katze wenig getrunken hat oder der Hund wenig getrunken hat, dann gibt es zwei Dinge. Dann sieht es so aus, als wären Kreatinin und Harnstoff einfach viel mehr. Dabei ist einfach nur die Flüssigkeit weniger. Ja? Das ist ein Grund, oder noch ein Grund, warum die beiden Nierenwerte erhöht sein können. Und deswegen schaut man auch immer, wenn man diese Werte sieht, okay, da sind beide Werte erhöht, okay, ist so leicht hoch. Und dann schaut man, gibt es noch andere Werte, die auch hoch wären, wenn man wenig Flüssigkeit im Körper hat. Das würde man Dehydratation nennen, also zu wenig Flüssigkeit. Und ja, da gibt es andere auch, zum Beispiel die Erythrozyten. Also man würde den Hämatokrit anschauen, auch dieser würde dann hochgehen, weil der Hämatokrit wird gemessen. Da werden die Teilchen im Verhältnis zur Flüssigkeit gemessen. Und wenn ich einfach weniger Flüssigkeit habe, sind die Teilchen im Verhältnis mehr. Obwohl die eigentliche Zahl gleich geblieben ist, es ist nur die Flüssigkeit, die sich verändert hat. Hat was also mit dem Messverfahren zu tun. Den Hämatokrit würde ich also anschauen und das Totalprotein, das Gesamteiweiß. Auch das würde im Verhältnis viel mehr aussehen, wenn ich zu wenig Flüssigkeit habe. Also Dehydratation ist ein ganz wichtiger Punkt, der die Nierenwerte beeinflusst. Wenn ihr selber irgendwie einfach nichts trinkt und total ausgetrocknet seid, geht zum Arzt, dann kann das sein, dass eure Nierenwerte auch hoch sind. So. Dabei müsst ihr einfach nur was trinken und dann sind die Werte wieder im Referenzbereich, weil das Wasser dann wieder so, also wieder aufgefüllt wird. Das sind die beiden klassischen Nierenwerte, Harnstoff und Kreatinin. Die sind beeinflussbar, prärenal, also vor der Niere gelagert, oder auch postrenal, nach der Niere. Das heißt, was könnte da sein, wenn ich zum Beispiel, manche von euch werden das kennen, ich habe einen Kater mit einem Harnstein, so, und der kann einfach keinen Urin absetzen. Dann werden diese beiden Stoffe aus dem Körper auch nicht ausgeschieden, sondern sie verbleiben im Körper, weil das Tier einfach nicht pinkeln kann. Und dann würden diese beiden Werte auch ansteigen. Hat aber auch eigentlich nichts mit der Niere zu tun, sondern eben hat es eine Ursache nach der Niere, also postrenal. Prärenal, vor der Niere, postrenal, nach der Niere. Das sind die beiden Gründe, die eben nichts mit der Niere zu tun haben. Also man sieht, diese beiden Werte sind beeinflussbar und haben ihre Ursachen, also eine Erhöhung oder auch Erniedrigung manchmal, in Ursachen, die nichts mit der Niere zu tun haben, sondern die vor oder nach der Niere sind. Das sind die beiden Sachen. Dann gibt es noch den dritten Wert, ganz wichtig, und zwar das SDMA, habe ich vorhin schon gesagt. Das ist jetzt so ein, ja, man sagt immer so ein Früherkennungswert. Ah, genau, fällt mir noch ein, weil da in der Unterscheidung ist es eben wichtig, dass also Harnstoff und Kreatinin, wenn die wirklich aufgrund der Niere nach oben gehen, dann ist es meistens so, dass die Nieren schon zu 3/4 ungefähr kaputt sind. Erst dann schafft es das restliche Nierengewebe nicht mehr, diese Nierenwerte auszuschwemmen. Und es geht eben nicht um die Nierenwerte, sondern es geht um die ganzen anderen Sachen, die dann auch nicht mehr rausgehen. Oder andere Aufgaben, die Niere dann nicht mehr erfüllen kann. Also die Nierenwerte an sich sind nur diagnostisch. Ja, ich versuche einfach da was festzustellen anhand dieser Werte, aber die Werte selber sind gar nicht das Problem, sondern das Problem ist eben was ganz anderes. Also, oder diese Funktion, die Niere eben nicht mehr machen kann. Also haben wir
Genau, also 75% ungefähr, also drei Viertel der Niere müssen kaputt sein, geschädigt sein, dass diese beiden klassischen Nierenwerte überhaupt erst hochgehen. Das ist natürlich schon sehr spät. Und da hat man dann irgendwie nach einem anderen Wert noch geschaut und hat dann auch einen gefunden, den SDMA-Wert, der schon ab, sagen wir mal, 40-50% Nierenschaden schon steigt. Manche Studien haben auch irgendwie 25%, das ist immer so dieser untere Grenzwert, wo man sagt, okay, manchmal kann es wohl so sein, dass es wirklich tatsächlich sehr, sehr früh schon ansteigt, das SDMA. Also wenn die Niere noch zu drei Viertel intakt ist. Und das ist natürlich eigentlich ganz toll, wenn man so früh schon eine beginnende Nierenerkrankung diagnostizieren kann und dann schon mit Ernährung zum Beispiel oder auch Medikamenten zum Teil dann dagegen steuern kann, weil es die Lebenserwartung eben deutlich verlängert. Ja. Und genau, warum ist dieser SDMA-Wert noch wichtig? Weil er nicht so sehr beeinflussbar ist wie die beiden anderen klassischen Nierenwerte. Also Fütterung zum Beispiel scheint, das weiß man nicht ganz genau, da sind Studien noch nicht. Also da gibt es immer in der Tiermedizin vor allem gibt es immer so ein paar Studien, aber man braucht immer sehr, sehr viele Fallzahlen, um sowas wirklich hieb- und stichfest sagen zu können. Und da scheint es aber wohl so zu sein, dass die Fütterung zum Beispiel keinen Einfluss hat auf diesen SDMA-Wert. Die Fütterung nicht, die Muskelmasse nicht, sondern tatsächlich soll der SDMA-Wert wirklich rein mit der Filterleistung der Niere zusammenhängen. So. Und nicht von anderen Sachen noch beeinflusst werden. Und das ist ja schon mal sehr, sehr gut, dass man da so einen verlässlich auf die Niere zeigenden Parameter messen kann. Ja. Und, aber heißt es dann immer, dass, wenn der SDMA-Wert erhöht ist, dass dann auch wirklich immer eine Nierenerkrankung vorliegt? Auch das nicht, weil die Niere wird auch von anderen Krankheiten, also diese Filtrationsleistung der Niere wird auch von anderen Krankheiten herabgesetzt. Von, weiß nicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel. Wenn das Herz nicht richtig arbeitet und alles geht so lätschert dahin, dann sinkt auch die Filtrationsleistung der Niere. Und dann würde der SDMA-Wert auch steigen, ohne dass die Niere beteiligt ist direkt. Oder auch eine Dehydratation, ja, wenn die deutlich ist, also eine Austrocknung, wenn zu wenig Wasser getrunken wurde, kann dazu führen, dass die Filtrationsleistung der Niere abnimmt und auch dann würde der SDMA-Wert ansteigen, ohne dass tatsächlich die Niere selber krank ist oder kaputt. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber wichtig, bei der Katze gibt es ja häufiger mal eine Hyperthyreose, also eine Überfunktion der Schilddrüse. Und diese Hyperthyreose setzt auch die Filterleistung der Niere herab und kann also darauf auch ein Hinweis sein. Also der SDMA-Wert kann ein Hinweis auf eine beginnende oder eine manifeste Überfunktion der Schilddrüse sein. Und das ist doch auch sehr gut, dass man da nochmal nachschauen kann. Warum? Überfunktion der Schilddrüse heißt oft auch Bluthochdruck. Und Bluthochdruck kann auch wiederum tatsächlich dann das Nierengewebe schädigen. Ja, macht ganz viele Sachen, kann auch die Augen kaputt machen, kann das Nierengewebe schädigen. Das sind Sachen, die man eigentlich so wie bei Menschen auch nicht so sofort entdeckt, ja, sondern die halt langsam irgendwelche Schäden machen und dann eben irreparabel sind. Und also, wenn der SDMA-Wert erhöht ist, heißt das nicht sofort zwangsläufig, dass die Niere kaputt ist, aber es heißt, dass die Filtrationsleistung der Niere herabgesetzt ist. Also das ist nicht so wie bei den anderen beiden klassischen Werten. Okay, da sind noch andere Sachen für verantwortlich. Nein, der SDMA-Wert zeigt tatsächlich auf die Niere, aber die Nierenfiltrationsleistung wird eben auch durch andere Krankheiten, auch irgendwelche Neoplasien, also Krebs zum Beispiel, beeinflusst, Stoffwechselkrankheiten oder Schilddrüsenkrankheiten eben. Und da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal näher hinzuschauen, solange es nicht einfach nur ein einmaliger Befund ist. Also ja, wenn einmal der Wert hoch ist und die anderen Nierenwerte sind alle in Ordnung und man hat auch keine Symptome, dann würde man einfach irgendwann nochmal nachkontrollieren und wenn der Wert dann wieder normal ist, ist alles in Ordnung. Ja?
Ich hoffe, es war nicht zu medizinisch, zu komplex, zu sehr ins Detail. Da kommt man wirklich von einem ins andere. Aber deswegen haben wir es jetzt nochmal aufgesplittet. Wir wollen da nochmal was machen zu, was passiert in der Niere genau? Welche Bereiche können da betroffen sein? Und welche Symptome kann ich wahrnehmen oder welche Symptome weisen mich als Besitzer darauf hin, dass meine Katze oder mein Hund vielleicht ein Problem mit der Niere hat? Aber das sind weitere Videos, die wir eben noch machen. Und für heute soll erstmal Schluss sein mit den Nierenwerten, Harnstoff, Kreatinin und SDMA. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit. Ihr wisst Bescheid. Euer Dr. Gregor Berg.